Sehr verehrtes Publikum, wir begrüßen Sie zum ersten Videobeitrag des Arge Canna Nachrichtenkanals für Wissenswertes über medizinisches Cannabis. Die heutige Premiere nehmen wir zum Anlass, Ihnen neue Forschungsergebnisse zu präsentieren, welche die Arge Canna mit dem auf Hanf spezialisierten Unternehmen BioBloom und einer österreichischen Pflegeeinrichtung erarbeitet hat. Dabei ging es um die Anwendung eines marktüblichen Cannabisextrakts aus CO2-Extraktion, gemischt mit kaltgepresstem Hanfsamenöl vom Hersteller BioBloom, auch als CBD-Tropfen bekannt, an psychiatrisch problematischen Patientinnen einer Demenzstation eines österreichischen Pflegeheims. Im Vorfeld hatte die Arge Canna mit der ärztlichen Leitung der Betreiberinstitution des Pflegeheims das Forschungsvorhaben detailliert abgeklärt und legitimiert. Die zur Anwendung gebrachten Cannabistropfen wurden von der Firma BioBloom kostenlos zur Verfügung gestellt. Die ärztliche Leitung des Pflegeheims rekrutierte die Probandinnen und Probanden auf freiwilliger Basis, pseudonymisierte die Datenabfragen und wählte eine Reihe von Standardprüfverfahren aus der Demenzforschung als Werkzeuge für die Beobachtung aus. Gemeinsam mit dem Pflegepersonal und der ärztlichen Leitung wurden Anwendung und Dokumentation über einen Zeitraum von 6 Monaten durchgeführt. So gelang die Erfassung von 9 qualitativen Fallstudien und deren statistisch korrelative Auswertung. Mehr als die Hälfte der Probanden zeigte klare Symptomlinderung. Allgemein besserte sich die Arbeitssituation auf der betroffenen Station deutlich. Signifikant beobachtet wurde eine Linderung bei der Schmerzwahrnehmung und vor allem ein Rückgang der neuropsychiatrischen Symptome schwieriger Patientinnen. Diese Symptome, etwa Aggression, Schreien, nächtliche Unruhe, Verwirrung, auch tätliche Angriffe, machen Bewohnerinnen wie Pflegepersonal das Auskommen vielfach schwer und erhöhen erheblich Belastung und Kosten im Pflegealltag. Hier wurden die deutlichsten Wirkungen der CBD-Anwendung festgestellt. Insgesamt gibt die vorliegende Beobachtung definitiv Anlass zu einer weiterführenden Beforschung solcher Anwendungen von Cannabistropfen bei Demenzkranken, auch gestützt von zahlreichen Indizien aus anderen wissenschaftlichen Arbeiten. Alles Weitere hierzu finden Sie im frei zugänglichen Abschlusspapier zu diesem Forschungsprojekt. Den Download-Link finden Sie auf www.arge-canna.at. Es fällt vielleicht auf, dass das Abschlusspapier geschwärzte Stellen aufweist. Das liegt hauptsächlich an dem Entschluss der Betreiberinstitution des durchführenden Pflegeheims, sich an der Veröffentlichung namentlich nicht zu beteiligen. In Österreich wurde immer noch keine angemessene Handhabung von Cannabis in der medizinischen Anwendung politisch auf den Weg gebracht. Die unklare Rechtslage erhält eine Grauzone aufrecht, die Österreich im europäischen Vergleich zum Schlusslicht macht. Bei uns gibt es eine echte Möglichkeit zur systematischen Anwendung von Cannabis noch nicht einmal in der Palliativmedizin. Tatsächlich verstoßen das österreichische Suchtmittelgesetz und die zugehörige Suchtgiftministerialverordnung bei Cannabis mittlerweile sogar mehrfach gegen internationale Abkommen. Seit Dezember 2020, nach erfolgter Abstimmung durch die Mitgliedstaaten, entspricht die österreichische Handhabung von Cannabis nicht mehr der offiziellen Position der Vereinten Nationen. Hier führt unsere kleine Anwendungsbeobachtung einen zweiten, unerwarteten Beweis für den überreifen rechtlichen Modernisierungsbedarf in Österreich bei Cannabis. Die Arge Canna ist allen, die sich für die hiermit zur Peer Review öffentlich vorgelegte Forschungspublikation stark gemacht haben, zu tiefem Dank verpflichtet. Einigen sehr alten Menschen in ihren letzten Lebensmonaten und auch deren Betreuungspersonal konnte mit Cannabistropfen Linderung verschafft werden. Das ist hiermit wissenschaftlich dokumentiert. Bedenken Sie bitte auch, dass Caritas-Präsident Dr. Martin Landau am 5. Mai 2022
öffentlich bekannt gegeben hat, dass eine Katastrophe im Pflegebereich droht, wenn nicht sofort erhebliche Schritte zur Verbesserung gesetzt werden. Und dass Gesundheitsminister Rauch einige Tage später als Reaktion darauf öffentlich 1 Milliarde Euro als Unterstützung für den Pflegebereich zugesagt hat. Das bedeutet mehr Kosten und mehr Belastung für Steuerzahler. Ob es für die Kranken etwas verbessert, muss sich erst zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.